Vorhang auf, die ZAG Arena in Hannover meldet, ausverkauft. Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Spiel der Olympia-Qualifikation auf die Auswahl aus Kroatien. Es ist natürlich auch das Duell der beiden Herren an der Seite. Dago Sigurdsson, einst Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Heute trägt er die Verantwortung für die Kroaten. Der Beginn gehörte den Gästen aus Kroatien, wussten in der Offensive durch gute 1-1-Situationen zu überzeugen. Und hinten hatten sie mit Kuzmanovic einen sicheren Rückhalt. Der Schlussmann mit dem deutlichen Plus auf Seiten der Kroaten. In der Defensive tat sich das deutsche Team mehr als schwer. Immer wieder fand die kroatische Auswahl entsprechend Lösungen. Andreas Wolf noch nicht wirklich drin in dieser Partie. So ergab es sich, dass die Kroaten diese erste Halbzeit dominierten. Das deutsche Team fand nur schwer Lösungen. Wenn ging es über die linke Seite, Rune Damke nach unglücklichem Beginn. Dann anschließend treffsicher, verkürzte in dieser Situation für das deutsche Team. Es fehlte in Summe aber an allen Ecken und Enden. Hinten fehlte der nötige Zugriff, die Entschlossenheit, und vorne schlichen sich immer wieder technische Fehler ein. Die Kroaten konnten das entsprechend für sich nutzen. Sebastian Heimann hier mit dem Fehler. Und so hatten die Kroaten leichtes Spiel. Entsprechend war die Laune gut bei den mitgereisten Fans. Nach der Pause brauchte es eine Reaktion des deutschen Teams. Haben in der ersten Halbzeit vieles vermissen lassen. Das sah zu Beginn dieser zweiten Hälfte deutlich besser aus. Andreas Wolf wurde immer mehr zum Faktor. Und auch vorne war die deutsche Mannschaft ein Stück weit wie ausgewechselt. Fand zudem hinten zu mehr Zugriff. Zwang die Kroaten entsprechend auch in die technischen Fehler. So hatte Yannick Kohlbacher, der in Summe ein gutes Spiel zeigte, leichtes Spiel. Das deutsche Team, angeführt von einem überragenden Renas Uschins auf der Rückraumrechtsposition, immer wieder drauf und dran, dieses Spiel dann schlussendlich auch zu drehen. In Summe fehlte es aber an einer ausgeglichenen Offensivleistung. Wenn, dann ging es über den Mann von den Recken. Er steuerte 8 Tore zu dieser Partie bei, war der absolut überragende Spieler. Und auf Seiten der Kroaten war es mal wieder Ivan Martinovic von der MT Melsungen, der überzeugen konnte, entsprechend die kroatischen Fans in Ekstase. Die deutsche Auswahl betrieb dann noch ein wenig Ergebniskosmetik. Es half am Ende aber alles nichts. Die Kroaten in vielen Belangen überlegen. Entsprechend musste sich Alfred Gislason geschlagen geben gegen Dago Sigurdsson. Für die Deutschen geht es entsprechend in ein Endspiel gegen Österreich.